nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung. Hier der Michael Christian mit seiner Filmkamera, der das Ganze immer begleiten tut. Und vor allen Dingen das Sponsoring von Brigitte B.'s Küchenkultur aus Grünstadt. Ganz herzlich begrüßen im Namen des Kunst- und Kulturhistorischen Vereins der Stadt Gernsheim zu einer außergewöhnlichen Sonderausstellung tituliert Menschenflieger Schicksal abgeschossen und verschollen im Jahr des 70-jährigen Kriegsendes. Es ist uns ein Anliegen, so etwas zu thematisieren, und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass wir einen Personenkreis gefunden haben, die seit einigen Jahren sich mit dieser Thematik beschäftigen und Forschung betreiben. Das ist Feldforschung, das ist teilweise Archäologie in der Neuzeit, aber es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge heute dokumentiert finden und auch durch das eine oder andere vielleicht Zeitzeugnis noch belegen können. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte auch die Gelegenheit wirklich nutzen, um unseren Bürgermeister, Herrn Peter Burger, hier bei uns ganz herzlich zu begrüßen. Aber ich möchte es auch nicht versäumen, den ersten Stadtrat Heinz Adler, der uns unter uns ist, zu begrüßen, und die Damen und Herren des Magistrats in der Stadtpfortenvertretung. Sehr am Herzen liegt mir natürlich auch, den Ehrenbürger der Stadt Gernsheim, Herrn Fritsch, zu begrüßen. Und ich heiße willkommen vor allen Dingen auch die Ehrenmitglieder unseres Vereins, der Adler, und mein stellvertretender Vorsitzender Franz Stiebel. Natürlich alle diejenigen von Ihnen, die von auswärts gekommen sind, herzlich willkommen. Und ich gebe jetzt einfach mal das Wort weiter an Herrn Benkel, der sicher etwas zu seiner Ausstellung sagen möchte. Selbstverständlich wird anschließend der Bürgermeister der Schöfferstadt Gernsheim, Peter Burger, diese Ausstellung eröffnen. Und wir laden Sie traditionell zum Gläschen Sekt ein und zu einer Brezel. Ich habe die ganz frisch gebracht, etwas spät gekommen. Ich habe gesagt, Mensch, später noch mal ein bisschen höher, ich muss fortgehen. Und ebenfalls sind ganz frisch die Brezel, greifen Sie also zu. Und nutzen Sie die Gelegenheit auch zu fragen, wie diese Funde zustande kamen, wie man dort recherchiert, wie man dokumentiert. Das scheint mir sehr interessant zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Sie jetzt vielleicht bitten, etwas zu der ganzen Ausstellung zu sagen. Dankeschön. Ich möchte Sie ganz herzlich hier in Gernsheim begrüßen. Mein Vorredner, Herr Müller, hat ja schon eigentlich alles gesagt, was es zu der Ausstellung gibt. Ich selbst freue mich also, dass ich zusammen mit dem Herrn Matthias das Ganze mehr oder weniger zustande gebracht habe. Er hat also vor einiger Zeit mit mir Kontakt aufgenommen, angefragt, ob ich nicht eventuell hier eine Ausstellung machen würde in Gernsheim. Der Bezug damals war die Behältnis des amerikanischen Flugzeuges gewesen in Kronstadt. Und ich habe dann auch spontan zugesagt. Und heute bin ich also hier, präsentiere die Ausstellung und werde auch etwas über die Arbeit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung sagen. Begrüßen, wie gesagt, möchte ich also auch nochmal die Gäste, die Herr Müller schon begrüßt hat. Ich möchte aber ferner einige meine Mitstreiter begrüßen hier ganz herzlich. Das ist erstmal der Georg Zimmermann, der sitzt hier, und Frank Lohmann, der war damals also auch beide waren sie in Kronstadt dabei gewesen. Der Frank hatte also auch einen schweren Schlaganfall gehabt, ist also wieder am Genesen, Gott sei Dank, er ist hier. Dann der Alexander Schneider aus Stockstadt, dem einen oder anderen von euch oder von Ihnen auch bekannt. Der war also auch federführend hier für die Ausgrabung in Kronstadt gewesen. Und er hat die Teile dieses Flugzeugs, das ich zu Hause eingelagert, die also heute auch in der Ausstellung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ich heiße Alexander Schneider, wohne in Stockstadt am Rhein, das ist in Hessen. In der Nachbarschaft ist der Kühkopf, das größte hessische Naturschutzgebiet oder Moskito-Flughafen, wie man es nimmt. In der Nachbarortschaft Krummstadt habe ich 2009 habe ich eine Flugzeugabsturzstelle gefunden in Verbindung mit meinem Hobby. Sonnengängerei bzw. Feldbegehungen, was auch noch sehr wichtig ist, egal jetzt für jemand, der eine Nachforschungsgenehmigung hat oder nicht, ist, dass die Löcher wieder zugemacht werden. Und vielleicht, dass der Müll, der auch häufig gefunden wird, mitgenommen wird. In dem Fall tut man auch ein bisschen was für die Umwelt. Ich habe eine Sonde, also einen Metalldetektor von Tesoro. Das ist die Firma, das ist eine amerikanische Firma. Und das Gerät ist Tesoro Lobo. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Das habe ich ungefähr seit 10 Jahren im Einsatz. Da hatte ich mir es geholt.
Es geht zwar nicht so tief wie manch andere Geräte, aber es ist auch nicht so störungsanfällig gegen Strommasten und Bahnlinien. Wir haben hier im Hessischen Ried halt doch relativ viele Hochspannungsleitungen. Aus meiner Sicht so diverse Standardfunde, die man eigentlich häufig auf der Äcker findet. Das sind verschiedene Münzen, verschiedene Zeiten. Da haben wir die D-Mark, auch 10 Pfennig Stück. Das ist Drittes Reich hier. Da kann man auch noch hier den Pleitegeier erkennen. Das ist eine Alu-Münze hier, 50 Pfennig. Sich Regen bringt Segen. Das ist auch eine Aluminium-Münze aus dem Dritten Reich noch. Das sind Kaiserreich-Münzen hier. Die hier mit so einem Adler. Die findet man eigentlich relativ häufig in mehr oder weniger gutem Zustand. Das sind Musketenkugeln. Das ist Kaliber 50. Das war auch die Bewaffnung von der P-47 in Krummstadt. Begrüßen möchte ich dann noch den Michael Christian. Das ist der Mann, der für die bewegten Bilder sorgt. Er wird also ein Video von dieser Veranstaltung erstellen, sowohl auch von der Ausstellung als auch hier von meinem kleinen Vortrag. Und das Ganze wird dann auch im Internet zu sehen sein und eine CD wird dann auch zur Verfügung gestellt. Liebes Publikum, die Filmproduktion ist on Tour in Odersmeyerhaft am Fuße des Nordschwarzwaldes. Und was der Uwe Bengel jetzt gerade so macht und denkt, das sehen Sie jetzt. Dann ist der Motor auf den Überlegen. Ganz klein bisschen von den Socken bin ich natürlich gerade vorhin gewesen. Da kamen also zwei ganz, ganz liebe Freunde von mir, extra von ganz, ganz weit her angereist, aus dem Sauerland, ist das richtig? Und zwar die Tanja und Karl Herberg. Ja, wir sind also auch schon seit Jahren in sehr engem Kontakt, auch ist also eine Freundschaft entstanden durch Facebook sowieso. Und von daher ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr beide heute da seid und das Ganze auch zum ersten Mal dann live miterleben werdet, eine Ausstellung. Wir kennen es ja bisher nur von Hören sagen oder von Facebook. So, der Worte sind, glaube ich, genug gewechselt. Lasst uns Taten sehen. Aber bevor das Ganze geschieht, möchte ich auch noch den Vertreter des Darmstädter Echos, der Presse, begrüßen, der also dann auch einen sehr schönen Artikel darüber schreibt. Bin ich mir absolut sicher. Er lacht. Okay, alles in Ordnung. So, prima, dann fange ich einfach mal an. Ich möchte Sie also einladen in unsere Sonderausstellung Menschen, Flieger, Schicksale und den Untertitel abgeschlossen und verschollen nachher mit mir zusammen durchzugehen. Bevor wir die Ausstellung oder Herr Bürgermeister Burger die Ausstellung eröffnet, einige Worte über die Arbeit der Arbeitsgruppe Vermisste Forschung und meine Person, über unsere Projekte in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart und auch künftige Projekte, die wir in Planung haben. Lassen Sie es einfach mal auf sich einwirken und danach stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung für irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer. Wir fangen einfach mal an. 25 Jahre Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, gegründet 1989. Sie sehen hier einige Ölgemälde von meinem Freund von mir, einem Polen. Und alle diese Flugzeuge haben wir aus der Erde ausgegraben. Er recherchiert, mein Freund recherchiert also diese Flugzeuge und bringt diese Absturzsituationen, also wenige Sekunden vor dem Absturz oder wenige Minuten vor dem Absturz, bringt er in Öl aufs Bild. Ganz oben in der Mitte sehen Sie auch die Stücker von dem Vater von Uwe Ochsenknecht, bevor sie in Worms-Rhein-Bürgheim dort in die Erde abstürzt. Zu meiner Person, ich möchte mich jetzt ganz kurz vorstellen, mein Name ist Uwe Bengel, geboren am 23.12.1960, also ein Angehöriger der Nachkriegsgeneration, die Schrecken des Krieges direkt miterlebt haben, aber ich habe sehr viel von meinem Opa und auch von meinem Vater gehört. Ich bin verheiratet, meine Ehefrau Martina ist heute zu Hause, sie muss das Haus hüten. Wir haben 6 Katzen, 4 Kinder und 4 Hunde auch und von daher hat es also heute nicht geklappt. Ich soll Sie aber ganz lieb grüßen. Verheimatet sind wir in Helpersberg. Ich komme ursprünglich aus Kaiserslautern und 1989 gegründet die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung
einer der Mosaiksteine der Gründung der Arbeitsmarktgrenzenforschung liegt in der Flugzeugkatastrophe Hauptstein ein Jahr zuvor, 1988. Als Jugendlicher war ich also mit meinen Eltern jedes Jahr auf diesem Flugtag. Das Interesse an den Flugzeugen sehr groß, aber man hatte auch die Möglichkeit, hier mit amerikanischen Reis, Hamburgern, Hotdogs und so weiter in Kontakt zu kommen. Und deswegen waren wir also jedes Jahr dort. Und ausgerechnet in diesem Jahr hatten wir Besuch bekommen und wir waren gerade zu Hause. Ich bekam einen Anruf, es ist da was ganz Schreckliches passiert, mach das Radio an und dann habe ich es gehört. Und im Nachhinein musste ich dann auch feststellen, dass ich einige meiner Freunde bei diesem Absturz verloren habe. Und es war sehr, sehr schwierig gewesen, die sterblichen Überreste zu identifizieren. Es war alles total verbrannt, zerfetzt. Und für uns war das natürlich auch eine riesige menschliche Katastrophe gewesen. Wie gesagt, das ist der eine Mosaikstein. Der zweite ist die Erfahrung meines Großvaters aus dem Krieg. Mein Vater selbst ist dahingehend betroffen. Er hatte zwei Brüder im Krieg verloren in Russland. Niemand weiß, wo sie geblieben sind. Und das letzte Mosaiksteinchen, das praktisch den Auslöser zur Gründung gegeben hat, war ein Besuch in England gewesen. Dort sind also im Museum Flugzeugtrümmer ausgestellt und mich hat interessiert, wo kommen die her. Man erzählt mir, wenn der Bauer beim Umflügen auf Teile stößt und man gräbt nach in Tiefen von 3-4 Metern, man stößt nicht nur auf Flugzeuge, sondern auch auf die sterblichen Überreste der Flugzeugführer, die dort also seit Jahrzehnten schon drinstecken. Und ja, als ich dann zurückkam in die Pfalz, damals noch nach Kaiserslautern, habe ich also auch bei älteren Menschen nachgefragt, Zeitzeugen, und hatte innerhalb kürzester Zeit über 400 Flugzeugabstürze dokumentiert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Zahl. Mich hat dann interessiert, warum diese große Anzahl, musste dann auch feststellen, dass während des Krieges die Pfalz mit eines der Hauptüberflugsgebiete der amerikanischen und britischen Bomberverbände waren, wenn sie von England rübergeflogen sind, später wieder zurück. Und die deutschen Jäger, die haben dann praktisch gewartet bis zum Rückzug und haben dann die amerikanischen und britischen Flugzeuge abgeschossen. Und wie Herr Müller schon sagte, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war es natürlich so, dass die deutschen Flugzeuge immer weniger wurden, die Piloten wurden immer weniger, immer jünger. Und die Amerikaner und Engländer, die konnten natürlich Unmengen an Mensch und Material nachschieben. Und von daher kam es also hier zu sehr, sehr großen Luftschlachten, Luftgefechten. Auch die Toten der Bombenangriffe auf die Städte Darmstadt haben wir ja schon erwähnt, wie so viele andere auch, mit ihren Hunderten, Hunderttausenden, Millionen von Toten, denen wir auch gedenken wollen. Das erste Projekt, das ich heute mitgebracht habe, ist aus dem Jahr 1997, war es so einige Jahre nach Beginn. Ich habe einige markante Projekte ausgewählt, längst nicht alle. Wir haben bisher 145 Flugzeuge, Flugzeugwracks in ganz Deutschland geborgen, mit den sterblichen Überresten von 45 Vermissten. Und ganz aktuell, vor zwei Tagen, haben wir die sterblichen Überreste eines deutschen Soldaten geborgen bei Lampaden in der Nähe von Trier. Wir haben die Erkennungsmarke gefunden und sind also sehr zuversichtlich, dass wir dieses Schicksal auch aufklären können und nach 70 Jahren eine wartende Familie wieder informieren können. Wir haben den Angehörigen gefunden, wir bringen ihn nach Hause zurück. Nach Hause zurück haben wir auch gebracht den Hund der Willi Pape, der Mann. 22 Jahre alt, Sie sehen, ein Kind. Dieses Bild habe ich also von der Cousine zur Verfügung gestellt bekommen. Das gleiche Schema abgelaufen in Wandersleben in Thüringen. Ein Bauer hat sich mit uns in Verbindung gesetzt. Beim Umflügen seines Feldes ist er auf Flugzeugteile gestoßen. Zeitzeugen haben ihm dann erzählt, da ist damals ein Flugzeug abgestürzt und es hat sich so tief in die Erde gebohrt. Es konnte nicht geborgen werden, also haben wir die Erde verfüllt und es ist mehr oder weniger Gras über diese Sache gewachsen. Wir haben dann die Genehmigungen eingeholt, um eine Leitung durchzuführen, haben auch einen Bagger organisiert und in einer Tiefe zwischen 6 bis 7 Metern sind sie auf die Überreste der Maschine gestoßen und im Cockpit saß noch der junge Pilot. Sie sehen das zweite Bild oben links, diese Tiefe, man sieht die dunklen Spuren, das sind also Brandspuren. Die Maschine hat also auch gebrannt durch den Treibstoff, das Öl, das in der Erde drin ist. Das nächste Bild zeigt einen ganz traurigen Anlass. Ich untersuche die sterblichen Überreste bzw. die Uniform des Toten nach Erkennungsmerkmalen, sprich Erkennungsmarken oder sonstige Gegenstände, die zur Identifizierung des Toten führen können.
Unten sehen Sie noch eine Reihe von persönlichen Gegenständen. Die letzte Habe ist Gunter Willi Pape. Sie sehen seinen Geldbeutel mit den Geldscheinen. Als wir ihn aufgemacht haben, ist noch das rote Blut rausgelaufen. Sie sehen sein Koppelschloss, Sie sehen die Erkennungsmarke, Sie sehen die Armbanduhr, sein Taschenmesser, einen Bleistift. Wir hatten uns erst gewundert, warum hatte er einen Bleistift dabei, und danach kam auch die Antwort. Wir fanden sein Tagebuch, sein persönliches, das sehen Sie die erste Seite. Die dunklen Flecken, die Sie sehen, waren also noch das rote Blut, das getrocknet werden musste. Und als wir es aufschlugen, fanden wir seinen Namen. Und dort hat er praktisch bis vor wenige Stunden vor seinem Tod hat er seinen Einsatz dokumentiert. Wir haben ihn dann identifiziert, die Angehörigen benachrichtigt, und heute ruht er ganz rechts oben auf einem Soldatenfriedhof zusammen mit seinen Kameraden, also nicht in der Erde, wo er eigentlich hingehört, in einem aktuellen Feld, sondern auf einem Friedhof, einem Ort der Trauer für die Angehörigen. Das nächste Projekt in Baden-Württemberg, in Bernbrunn, die sterblichen Überreste eines Amerikaners, die wir bergen konnten. Auch hier wieder das gleiche Schema, Unterstützung durch den THW. Identifiziert wurde er anhand seines Feuerzeuges, rechts oben die eingravierten Initialen. Er wurde dann nach Amerika überführt mit militärischen Ehren. Bei uns in Deutschland ist das was ganz anderes, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und auch ihn konnten wir zurückbringen zu seiner Familie. Ein weiteres Feld unserer nach weit gefächerten ehrenamtlichen Tätigkeit ist unter anderem auch die Exhumierung von Soldaten unbekannten Namens auf einem Friedhof hier im saarländischen Eisen, ein kleiner Ort. Wir konnten, nachdem wir die Exhumierung veranlasst hatten, noch sterbliche Überreste von ihm bergen. In Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin in Homburg konnten DNA-Proben genommen werden von den Knochen. Und wir hatten das große Glück, dass in unmittelbarer Nähe eine Frau wohnte, die sich mit uns in Verbindung gesetzt hatte und sagte, sie wartet auf ihren Bruder schon seit Ende des Krieges, aber er kam nicht. Es war vereinbart, dass er nach Hause kommt, und sie hat dann auch eine Haarprobe gegeben, und die Übereinstimmung DNA ergab also 99,9% eine Verwandtschaft, und dadurch konnten wir also ihm auch seinen Namen zurückgeben. Und rechts unten sehen Sie, die Angehörige wollte also, dass er im gleichen Grab bestattet wird. Das ist auch geschehen, aber er hat einen Namen bekommen, und das ist das Ziel, das wir uns alle gesetzt haben mit unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. Laumersheim, dieser Name wird Ihnen vielleicht auch das eine oder andere sagen, es ist ein kleiner Ort bei Frankenthal. Hier hatten wir angefangen im Jahr 2009 erste Hinweise, wonach sich das Flugzeug bzw. Reste des Flugzeuges und auch sterbliche Überreste noch in einem Acker befinden. Die Bevölkerung hat uns ausgelacht und hat gesagt, nee, da ist alles weggeholt worden, das gibt es nicht. Aber Tatsache war, die fünf Angehörigen der Besatzung gelten in England noch immer als vermisst. Und wir haben einen Zeitzeugen gefunden, der damals in Kleinen-Lille war, der gesagt hat, da ist nie was rausgeholt worden. Mein Name ist Peter Menges. Ich gehe dem Geburtsjahrgang 1929 an und werde jetzt im März nächsten Jahres, dieses Jahres werde ich 86 Jahre alt. Ich war damals als 14-Jähriger im Zweiten Weltkrieg als Zeitzeuge bei den schweren Luftangriffen auf Ludwigshafen im Jahre 1943 miterlebt. Und die Sache ist mir damals als Jugendlicher so nahe gegangen, dass ich sie nicht vergessen konnte. Ich habe dann seit meiner Pensionierung als Postbeamter im Jahre 1987 begonnen mit der Aufarbeitung der Luftkriegsgeschichte. Meine Mutter hat mich auf der Rücke genommen, und dann kam der Flieger, ganz flach, brennend, erleuchtet. Also so zu ausschauen, als wenn ich in die Scheune reinfällt. Und da ging er dann ganz flach über das Dach weg. Und dann hinten hat es dann einen Schlag gemacht, wo er da unten eine Explosion gegeben hat. Die stecken da mit Sicherheit noch in der Erde drin. Es hat uns also einige Zeit gekostet, um alle Genehmigungen zu bekommen. Und das war dann der Auftakt 2009. Das hat sich über längere Zeit hinweggezogen. 2010. Die ersten Untersuchungen an der Absturzstelle anhand einer Luftaufnahme links
sehen Sie also sehr schön hier diesen länglichen weißen Streifen. Das ist die Aufschlagstelle des Flugzeuges und damit hatten wir die Stelle. Wir konnten in Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst die Stelle genau lokalisieren mit einer Bodenradaraufnahme, die Sie in der Mitte sehen. Und hier ist also sehr schön, und da sind sehr schön die Überreste des Flugzeuges zu erkennen. Das ist der Rumpf der Maschine, der sich hier durchzieht, das Cockpit, der Rumpf, das Heck. Hier sind die beiden Tragflächen und dieser Teil, der dunkle Teil hier, das sind Motoren des Flugzeuges noch. Und da wir die fünf Vermissten im Cockpitbereich vermutet haben, haben wir dann uns entschlossen, in diesem Cockpitbereich eine Grabung durchzuführen. Diese Grabung ist dann im September 2012 erfolgt. Eine Baggerfirma hat sich dann auch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit mit den Reservisten der Bundeswehr haben wir die Bergung durchgeführt und konnten tatsächlich in einer Tiefe von 4 Metern die sterblichen Überreste der 5 vermissten Engländer bergen. Wir haben mittlerweile auch Kontakt zu den Angehörigen und liegen hier mit dem britischen, mit der britischen Regierung noch ein bisschen im Clinch. Es geht also darum, wann die sterblichen Überreste beerdigt werden, wie sie beerdigt werden und so weiter. Da wurden also die Angehörigen schon mehrfach nach London eingeladen, aus ganz England, und man ist bis jetzt noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Ist eigentlich ein bisschen beschämend, dass es so lange dauert. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen meinen letzten Film gesehen auf SWR. Der nennt sich auch Abgeschossen und Verschollen, und darin ist auch diese Bergung dokumentiert. Und in diesem Film kommt also auch der Bruder, oder kam der Bruder des vermissten Piloten, kam noch zu Wort. Er lag mehr oder weniger auf dem Sterbebett. Und wir haben ihn informiert, dass wir seinen Bruder gefunden haben. Und damit hat er abgeschlossen. Er ist wenige Tage später zufrieden, eingeschlafen, in der Gewissheit, wir haben ihn, seinen Bruder, gefunden. Und er wird also eine würdige Bestattung bekommen. Dieser Film ist also auch auf YouTube zu sehen, im Internet, wenn der ein oder andere von Ihnen hier sich das anschauen möchte. In Kürze gehen die Dreharbeiten zu einer neuen Folge. Wir haben wieder neue Projekte, die also vom SWR begleitet werden. Hier noch einige Bilder, Fotos der Ausgrabung. Sie sehen, der Bagger fällt sich hier in die Erde rein. Die sterblichen Überreste wurden dann mehr oder weniger auch alle ausgesiebt. Kleine Knochenfragmente, Uniformteile, persönliche Gegenstände. Und heute ist diese Stelle wieder verschlossen, es wächst wieder Getreide darauf, also man sieht überhaupt nichts, genauso wie in den Grundstadt auf dem Acker auch. 2013 kamen dann schon die ersten Angehörigen an diese Stelle aus England. Sie haben an dieser Stelle dann Kreuze, Gedenkkreuze niedergelegt, kleine Blumen, Bestecke und so weiter. Und wie gesagt, wir warten also darauf, dass das Okay der Beerdigung kommt, damit diese 5 Vermissten auch zu ihrer letzten Ruhe gewendet werden können. Und praktisch der auslösende Mann war der Peter Menges gewesen aus Ludwigshafen, der das ja damals beobachtet hat, das Ereignis als 14-Jähriger. Und er hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, ich glaube also nicht, dass die Toten damals abtransportiert wurden, dass sie noch in der Erde drinstecken. Wir haben dann in der Tiefe von 4 Metern den Cockpitbereich gefunden und die sterblichen Überreste der noch 5 vermissten Flugzeugführer. Im Mai 2013 war ich im Main-Kinzig-Kreis unterwegs. Grund dafür waren 3 Schlaganfälle, die ich Anfang 2013 erlitt. Mir ging es also genauso wie dem Frank auch, nur bei mir waren es 3 hintereinander innerhalb von 6 Wochen. Und ich war dann in Bad Borg Spessart zur Reha gewesen. Und was macht man, wenn man in Reha geht? Man hält sich an die Anweisungen des Doktors. Aber das ist nicht alles. Ich habe mir dann auch meinen Metalldetektor eingepackt. Meine Frau wusste am Anfang nichts davon. Und abends nach der Behandlung war ein bisschen Zeit gewesen. Dann bin ich dort in den Wäldern rum und habe also auch einige Stellen gefunden. Unter anderem diese Stelle hier, habe dann herausgefunden, ein Lancaster-Bomber, ein 4-motoriger britischer Bomber, ist dort abgestürzt mit einer Luftmine, hat einen Trichter von ungefähr 8 bis 10 Metern gerissen und die Besatzung ist also total zerstückelt worden. Und die komplette Besatzung ist bis heute vermisst. Ich habe dann also nicht nur Flugzeugteile, auch sterbliche Überreste gefunden. Und rechts sehen Sie also einen Angehöriger der Besatzung. Dieses Bild habe ich von seinen Angehörigen wiederum aus Australien bekommen. Und man ist also sehr daran interessiert, dass hier an dieser Stelle auch Grabungen durchgeführt werden, um weitere Überreste nach Hause
bringen. Ganz unten rechts, das zweite Bild von rechts, das ist eine Munition, die also an der Absturzstelle liegt. Und das ist eigentlich bei jedem Flugzeugabsturz der Fall, dass hier noch Munition an Bord ist, dass auch eventuell noch Bomben an Bord sind. Und das ist also auch mit der Grund, warum wir hier sehr eng mit den Behörden zusammenarbeiten, sprich mit dem Kampf mit Räumdienst. Bevor wir tätig werden, untersuchen die Jungs erstmal, ist es für euch, für uns ungefährlich. Und danach, wie gesagt, dürfen wir also erst ran. Wir arbeiten mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft zusammen bei diesen Projekten und von daher auch sehr erfolgreich. Wir kriegen also auch hier ziemlich gute Unterstützung. Das nächste Projekt, vielleicht auch von dem einen oder anderen von Ihnen schon mal gehört, die Große Wiese in Ludwigshafen, ein Badegewässer mitten in Ludwigshafen. Dort ist ein britisches Aufklärungsflugzeug, ein Moskito, abgestürzt 1944. Ludwig Faust weiß mehr. Er hat die Verluststatistiken der Royal Air Force im Luftraum Ludwigshafen durchforstet. Ein Moskito war das gewesen. Und zwar in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai 1944. Und zwar war das so kurz nach Mitternacht gewesen. Und die soll ja brennen, da in den Weiher hereingestürzt sein. Aha. Eine ganz neue Herausforderung. Noch nie musste er unter Wasser suchen. Bänkel besorgt sich Taucher und eine Genehmigung. Wir haben das Flugzeug wrack geortet. Wir haben also schon einige Überreste des Flugzeuges gefunden. Danach kam der Fund einer Phosphorbombe. Und die Stadtverwaltung, die fand das gar nicht so lustig. Die haben dann die Suche sofort einstellen lassen, weil man war der Meinung, ja, unsere Feuerwehr, die hat also in den Jahrzehnten alles abgesucht, wir finden da nichts mehr. Und dann kommen natürlich so ein paar Mannequins daher, die tauchen und die finden dann Munition und Bomben. Und ja gut, ich habe mich dann eben an die Medien gewandt und siehe da, die Stadt Ludwigshafen hat natürlich sofort eingelenkt, wir haben die Genehmigung bekommen. Mussten aber mittlerweile feststellen, dass in diesem Badegewässer Baggerarbeiten vorgenommen wurden, Kiesbaggerarbeiten. Und dass man in der Zwischenzeit eine 8 Meter dicke Kiesschicht auf das Flugzeugwrack gelegt hat. Und hier sind also unsere Möglichkeiten finanzieller Art sehr, sehr eingeschränkt. Und ja, wir haben da also keinerlei Möglichkeit mehr, an diese Maschine ranzukommen. Alternativ haben wir dann vorgeschlagen, dass wir am Ufer einen Gedenkstein für die Besatzung anbringen. Und es sind sehr, sehr viele Spaziergänger, die dort auch hin und her laufen. Und ich denke mal, die beiden Toten, die da drin stecken, die uns namentlich bekannt sind, werden nie so viele Besucher auf einem Friedhof bekommen, wie wenn sie jetzt hier in Ludwigshafen haben. Und ich denke, das ist dann auch eine gute alternative Lösung, die wir gefunden haben. Das ist ein Bild von dieser Phosphorbombe, die dort gelegen hat. Die wurde dann auf dem Kampf mit Räumdienst mit Tauchern geborgen, wurde entschärft und dann hatten wir weiter gesucht. Hier ein weiteres Projekt aus dem März 2014 in Bad Saulgau, Holstein, in der Nähe durch den Bodensee runter Ravensburg. Auch hier konnte oder ist man über das Internet an uns herangetreten, auch Recherchen anzustellen, Familienangehörige, die Abstürzstelle zu finden. Und im heutigen Zeitalter des Internets ist es natürlich sehr, sehr leicht, hier weltweit Kontakte zu spannen. Das ist dann wie so ein Netz, das wir gespannt haben. Und dadurch kommen natürlich immer wieder Anfragen von Familien. Wir möchten an den Ort zurück, wo die Angehörigen umgekommen sind damals, einen Gedenkstein setzen, vielleicht das ein oder andere Flugzeugteilchen noch finden. Und diese Familie hier in Bad Saulgau für diese Lancaster, Sie sehen also, es waren sage und schreibe, glaube ich, knapp 25 Angehörige, die aus der ganzen Welt kamen. Die weitesten kamen aus Singapur angereist, nur um hier einen Ort der Trauer zu finden. Was natürlich auch wieder einen positiven Effekt für uns hatte, beziehungsweise auch für die Bevölkerung. Man hat mit der deutschen Bevölkerung Freundschaft geschlossen. Und es ist also hier ein Band entstanden zwischen ehemaligen oder Nachkommen ehemaliger Kriegsgegner, die sich hier versöhnt haben. Und es waren also einheimische jugendliche Mädels und auch Jungs da. Die haben sich dann mit den Jugendlichen aus England unterhalten und die Mädels sofort über Handys, über Nagler, über Mode, über Schuhe und so weiter. Das ist also unglaublich, wie schnell das ging. Und die Jungs haben sich über Fußball unterhalten. Und man hat dann also auch ist übereingekommen, dass man auch hier mal ein Freundschaftsspiel macht mit diesem Zug, man fährt rüber nach England oder die Engländer kommen rüber. Und von daher ist also auch wieder hier etwas
etwas entstanden, das eigentlich mehr als Nebenprodukt unserer Arbeit ist, aber ganz, ganz wichtig, gerade für die Völkerverständigung, Friedensarbeit und auch die Versöhnung ehemaliger Kriegsgegner. Oberanbach, das ist in der Nähe von Landstuhl Ramstein des Flugplatzes. Auch hier hatte ich ein Projekt durchgeführt mit amerikanischen Boy Scouts, also die kleinen Pfadfinder vom Flugplatz Ramstein. Man ist also dort von Seiten der Generalität auf mich zugekommen. Die Jungs sollen was lernen, aus der deutschen Geschichte auch und der amerikanischen Geschichte, Flugzeuge. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen. Die Jungs, die waren dann mit Metalldetektoren an der Absturzstelle. Wir haben Teile gefunden, die haben sich gefreut, wie die kleinen Kinder, sage ich. Und haben dann auch mit den Eltern zusammen über im Internet recherchiert. Die Geschichte dieses Flugzeuges, des Absturzes, ausfindig gemacht. Und auch von dem Piloten, der damals umgekommen ist bei diesem Absturz. Aber sie konnten Kontakt aufnehmen mit der Familie in Amerika. Und hier ist also auch schon eine Einladung von den Boy Scouts an die Familie des Amerikaners ergangen. Und in diesem Jahr wird also das Ganze auch Gewissheit werden. Die Angehörigen kommen hierher nach Deutschland an diese Stelle. Und man wird also auch hier einen Gedenkstein errichten zu Ehren des Piloten. Köttlichen in der Vulkaneifel, das war der nächste Besuch, den wir hatten. Auch hier Chris Hoyle mit seiner Familie. Sie waren bisher schon zweimal da gewesen, vor 14 Tagen zum zweiten Mal. Die haben eine Gedenktafel mitgebracht und wir haben die an den Baum geschraubt an der Absturzstelle. Und auch diese Familie wird also wiederkommen. Und die zweite Begegnung, die war also schon sehr, sehr herzlich und freundschaftlich. Der Bürgermeister hat sie eingeladen, die haben sich umarmt, die haben miteinander erzählt, Deutsch, Englisch, alles zusammen. Aber man hat sich letztendlich verstanden und das ist eigentlich das, was wir mit unserer Arbeit erreichen wollen. Hier sehen Sie nochmal der erste Besuch, ein Kranz niedergelegt an der Absturzstelle. Hier ein Besuch auf dem Friedhof, wo die Toten damals erst bestattet gewesen sind. Sie sehen die beiden Bürgermeister, der rechte hält den Kranz, der linke schüttelt die Hand. Sind wir Schutz beim nächsten Ereignis in Hörstel, Gravenhorst. Auch hier eine komplette Familie zu Gast in Deutschland. Auch hier wurden wir mehr oder weniger beauftragt, den Absturz der Maschine zu recherchieren, Teile zu finden und auch hier das Schicksal der Angehörigen noch aufzuklären. Hier gibt es also auch noch einen Vermissten, wo wir also sehr, sehr gute Hoffnung sind, dass wir auch hier erfolgreich sein werden. Hier noch einmal Besuch auf dem Friedhof. Die deutschen Gäste unterhalten sich mit britischen Gästen. So soll es eigentlich sein. Kurz vor Ende 2014 hatten wir an der Abschussstelle eines deutschen Piloten sterbliche Überreste gefunden. Wir haben ein Gedenkkreuz im Wald errichtet zu seinen Ehren. Das Bild haben wir dann auch von einem Angehörigen bekommen und auch begleitet von Reservisten der Bundeswehr. Und das Ganze, wie gesagt, ist also auch für die Angehörigen ganz, ganz wichtig, einen Ort der Trauer bzw. des Gedenkens zu bekommen. Ganz aktuell, 28. März 2015, Buchow bei Homburg in der Saar. Ein junger Mann ist da durch den Wald gelaufen und hat Flugzeugteile gefunden. Er hat dort etwas nachgegraben und ist auf menschliche Überreste gestoßen. Er hat im Internet recherchiert, hat Kontakt zu mir aufgenommen. Wir waren dann mit einigen Mitarbeitern an der Stelle und haben in einem kleinen Radius diese Menge an Teilen gefunden. Es waren auch sehr viele sterbliche Überreste dabei, eines der Besatzungsmitglieder. Wir konnten herausfinden, dass es sich um ein britisches Flugzeug gehandelt hat, aber es war ein Flugzeug, das mit französischen Besatzungsmitgliedern beschickt war. Es gab halt bei den Engländern zwei Einheiten, die also mit Franzosen geflogen sind, die sogenannten Freifranzosen, die 1940 nach der Einnahme von Frankreich nach England rüber sind und sind dann gegen die deutschen Einsätze geflogen. Diese sterblichen Überreste, die wir hier gefunden haben, gehören aller Wahrscheinlichkeit nach zu dem Funker des Flugzeuges, weil wir Teile des Funkgeräts gefunden haben und unsere Recherchen haben ergeben, dass dieser Funker noch immer als vermisst gilt. Hier haben wir also mit dem französischen Volksbund, das Pendant zum deutschen Volksbund Kriegsträgerfürsorge, Kontakt aufgenommen. Und hier werden wir die weitere Vorgehensweise absprechen, dass diese Stelle nochmals zweiflächig untersucht wird, damit wir hier noch mehr sterbliche Überreste vielleicht von ihm finden und auch die Familie benachrichtigen. Hier
hier ist auch schon der Kontakt zu Angehörigen von ihm hergestellt. Am 18. April in Lampaden im Kreis Trier-Saarburg. Ich habe einen Hinweis bekommen über das Internet. Hier waren Militarier, Sammler, Schatzsucher, Sondengänger zugange gewesen auf einem Acker. Die haben sich alle Unterlagen besorgt und haben dort gesucht und haben also sterbliche Überreste gefunden. Nahe der Ortschaft Lampaden südlich von Trier haben sich Soldaten der 94. US-Infanteriedivision eingegraben. Seit zwei Tagen tobt hier ein heftiges Gefecht. Auf Befehl Hitlers hatten Einheiten von Wehrmacht und haben diese Knochen mehr oder weniger dann offen liegen lassen. Davon habe ich erfahren und habe dann mit meinen Mitarbeitern eine sogenannte Notbergung durchgeführt. In einer Tiefe von ungefähr 50 Zentimetern haben wir neben sterblichen Überresten auch einige persönliche Gegenstände gefunden. Hier Reste seiner Pfeife, Reste seines Kammers, jede Menge Münzen, die wir noch gefunden haben, ganz wichtig, die Erkennungsmarke, ein Taschenmesser, die Kette seiner Armbanduhr und weitere Gegenstände. Eine Nachsuche vor zwei Tagen hat noch weitere Teile zutage gefördert. Wir haben dann den ganzen Boden mit Sieben durchgesiebt und haben jeden noch so kleinen Knochen, ob das jetzt Fuß- oder Fingerknöchelchen waren und so weiter, haben wir geborgen. Und diese sterblichen Überreste befinden sich zurzeit bei der Rechtsmedizin in Mainz. Die werden dann also untersucht. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, wird also dann über die Nummer der Erkennungsmarke versucht herauszufinden, wer der junge Mann war. Wir haben auch schon einen möglichen Kandidaten. Wenn er es ist, dann ist er 22 Jahre alt und stammt aus dem Raum Ulm. Aber die letztendliche Gewissheit, deswegen sage ich auch noch keinen Namen, werden wir haben, wenn eben die Untersuchungen endgültig abgeschlossen sind. Das war das, unsere letzte ganz, ganz brandaktuelle Projekt, das wir durchgeführt haben. Wir haben aber noch einige weitere Projekte, die ich noch ganz kurz vorstellen möchte. In Gilligen Pachten im Saarland die Suche nach James Newman, ein amerikanischer Lieutenant. Hier haben wir also schon einige Knochenfragmente von ihm gefunden. Der größte Teil seines Flugzeuges steckt in der Saar. Hier werden wir also Taucher zum Einsatz bringen müssen, um die Angehörigen zu finden. Es besteht hier auch der Kontakt zum Bruder in Amerika. Mein Name ist Hans-Jürgen Heller. Ich bin Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung. Ich habe einen Hinweis bekommen von einem älteren Mann, betrifft diesen Bunkers. Es sollten laut Anführungsstrichelchen hier noch verschleppte Überreste sein, deswegen haben wir den freigelegt. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass es doch nicht so ist, wo wir auch beruhigt sind. Und am Tag kommen noch mehr Sachen und dann werden wir uns auch daran begeben. Gibt es da eine Verbindung zur Maginot-Linie? Oder? Ja, wie gesagt, dieser Bunker, der wurde nie gefunden oder ist laut Unterlagen ist der als nicht auffindbar bezeichnet worden. Landesdenkmalamt, muss ich mich noch in Verbindung setzen, betrifft diesen unter Denkmalschutz stellen lassen. Ist mir so gesagt worden, Aufmessungen machen und dann gibt sich alles Weitere. Ob der dann eingetragen wird als unter Denkmalschutz, das entscheiden die dann nachher. Am 14. Januar 1945 ist ein amerikanisches Flugzeug in der Nähe von Wörth-Jockrim von der FLAG getroffen worden, ist auseinander, ist explodiert. Die Teile waren also größtenteils weit verstreut und 6 Mann der Besatzung sind noch vermisst. Wir haben jetzt den Hauptaufschlagspunkt des Rumpfes gefunden und werden also in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften daran gehen, diese Überreste dieser 6 Vermissten zu bergen und auch diese Jungs nach Hause zurückzubringen.
Am 14. Mai kriegen wir wieder Besuch aus Amerika. Vicky Venturo kommt mit einigen Familienangehörigen. Ein Kollege von uns hat im Wald bei Hübingen in Saarland, in der Nähe von Saarbrücken, ein Armband gefunden mit einem Namen darin. Und aufgrund der Recherchen im Internet konnten wir also hier die Familie ausfindig machen. Die Tochter, die Vicky Venturo, die ist also schon ganz aufgeregt. Sie bekommt nach 70 Jahren das Armband ihres Vaters zurück. Und jetzt gucken wir mal, inwieweit diese Geschichte, wie das da weitergeht, weil Sie sehen, auf der Rückseite ist Love Bobby eingraviert. Und dieses Bobby, das war eine Frau aus Frankreich. Das heißt also, der war Angehöriger der amerikanischen Streitkräfte, hatte wahrscheinlich eine Freundin in Frankreich und eine Frau in Amerika. Und als er dann nach dem Krieg zurückkam, dann kam er so ein bisschen in Erklärungsnöte. Und seine Frau, die hat ihn dann in den Senkel gestellt und ja, er war dann ein treuer Ehemann gewesen bis zu seinem Ableben. Aber nichtsdestotrotz, die Familie möchte gerne in den Besitz dieses Armband kommen und am 14. Mai wird es also soweit sein. Wir treffen uns in Saarbrücken in der Staatskanzlei mit der Frau Ministerpräsidentin, Frau Kramp-Karrenbauer, und dort werden wir also dieses Armband zurückgeben an die Familie. In Bühl-Wiggenheim, ein Projekt im Juni, Juli 2015, steht noch an. Das Feld ist momentan noch bestellt, wird dann aber abgeerntet. Ein deutscher Jagdflieger, Josef Friedrich Ludwig, ist dort während eines Luftkampfes abgestürzt. Zeugen haben uns gesagt, ja, man fand nur einige wenige Überreste des Piloten. Man hat ein sogenanntes Scheingrab auf dem Friedhof in Mainz angelegt. Und wir werden jetzt die restlichen Überreste von dem Piloten bergen im Juni, zusammen mit seiner Maschine, die dort noch in der Erde drinsteckt, und werden zusammen mit dem Neffen von ihm, der wird uns also hier auch tatkräftig unterstützen, werden wir dann auch dafür sorgen, dass er dann letztendlich seine komplette Ruhe in Mainz auf dem Friedhof findet. Da wollen wir mal gucken, es sind also auch schon einige Knochenfragmente gefunden, die wollen einen Teil vom Flugzeug beim Umfügen des Feldes. Das waren jetzt einige Projekte, die ich Ihnen noch vorstellen wollte für das Jahr 2015. Es sind natürlich noch weit, weit mehr. Wir haben pro Jahr schätzungsweise zwischen 20 bis 25. Darunter gehört also auch Schulunterricht. Wir machen Jugendprojekte über Kreisverwaltungen zum Beispiel, Ausstellungen, Vorträge etc. Und von daher sehen Sie also, wie weit gefächert unsere Arbeit ist, welche Projekte wir machen. Und vor allen Dingen auch bin ich sehr, sehr dankbar, weil ohne die Unterstützung der Familie ist sowas eigentlich gar nicht möglich. Da muss schon die Familie 100% hinten dran stehen, total ein Mensch ist auch, wie alle anderen auch. Von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Familien. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Anlass nach der Ausstellung, die ein großer Bestandteil beinhaltet, der Absturz des amerikanischen Flugzeuges bei, ich habe hier Stockstadt, aber es ist Krummstadt gewesen, und die Bergung der Überreste im Jahr 2014. Hier war es so gewesen, dass der Alexander Schneider mit mir Kontakt aufgenommen hat. Er hat dann auch, glaube ich, über das Internet oder so. Alexander Schneider, ich bin ehrenamtlicher Sondengänger vom Landesdenkmalamt in Hessen, und die Flugzeugabsturzstelle, die habe ich durch Zufall gefunden gehabt. Das war schon im Sommer 2009. Damals war es eine lange Probenperiode gewesen. Ich wollte halt unbedingt los mit dem Metalldetektor und habe verzweifelt einen Acker gesucht. Es waren etliche frei, die waren aber so kurz trocken. Also hat keinen Spaß gemacht, dann auch zu graben. Und bin ich mit dem Auto ein bisschen rumgefahren. Und dann bin ich an damaligen Spargelacker hängen geblieben. Das war der Acker hier drüben, wo der Gründung jetzt drauf ist. Und die erste Reihe hochgelaufen, da hat es nur noch gepiept. Und bei der ersten Alufetzen hatte ich noch nicht gedacht, dass es eine Absturzstelle ist. Und an diesem Tag habe ich dann auch noch Patronenhülsen gefunden. Und dann ist es so ein bisschen schon eher in den Vordergrund gerückt, dass vielleicht es sich um sowas handeln könnte. Es waren auch Plexiglas-Teile dabei. Und dann, bevor ich an dem Tag nach Hause gefahren bin, habe ich gesagt, gehst mal auf die Wiese. Da habe ich größere Gegenstände in der Erde gehabt, unter der Spule vom Metalldetektor. Und da habe ich dann den Grundstückseigentümer halt ausfindig gemacht, habe gefragt, wie sieht es aus, kann ich drüber gehen, und der hat es erlaubt, und da habe ich die Propellerblätter geborgen, also zwei Stück Blätter waren es. Und er hat mich dann gebeten, ob ich ihn dann bei der Grabung bzw. bei den Recherchen nicht unterstützen könnte. Das habe ich sehr gerne getan.
weil zum damaligen Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob der Pilot damals aus der Maschine rausgekommen ist oder nicht. Das hat sich eigentlich erst im Laufe der Bergung herausgestellt. Am 30. Dezember 2013 war man also zum ersten Mal auf dem Acker gewesen. In einer ganz, ganz geringen Tiefe haben wir dann auch schon Trümmerteile gefunden, unter anderem diese blaue weiße Farbe, die Überreste des amerikanischen Sterns. Wir hatten dann die Bergung eingestellt, weil es war zu mühselig. Wir haben uns dann entschlossen, einen neuen Termin zu suchen für Anfang des Jahres, wo wir dann auch einen Bagger einsetzen können und diese komplette Absturzstelle zu untersuchen. Hier noch einmal der Alexander, die Ölmaus, da hockt er in der Erde drin. Es sind einige Trümmerteile, die gefunden wurden. Die waren aber so groß gewesen, die konnte man so mit der Hand gar nicht ausgraben. Und von daher haben wir dann gesagt, okay, machen wir wieder zu, warten wir auf den neuen Termin. Auch nochmal Teile, die wir also auch heute in der Ausstellung zu sehen bekommen. Hier rechts sehen Sie dieses gelbe Teil, da stehen also auch Nummern drauf. Und anhand dieser Nummer konnten wir schon gleich das Flugzeug identifizieren, den Flugzeugtyp. Und das ist eigentlich bei jedem Flugzeug der Fall, ob es ein deutsches, amerikanisches oder auch ein britisches Flugzeug ist. Alle diese Flugzeuge, die Teile, die darin verbaut wurden, haben Seriennummern, sie haben Sternbildungen und wir verfügen also über fast alle Flugzeugtypen Kataloge, wo wir also feststellen können, zu welchem Teil im Flugzeug es gehörte, zu welchem Flugzeugtyp das es ist und so weiter. Also von daher gibt es kleine Schräubchen, kann man da genau feststellen und das ist für unsere Nachforschung natürlich sehr, sehr hilfreich. Hier sehen Sie also eine dieser Nummern. Diese 89 am Anfang sagt uns, dass es hier sich um den Flugzeugtyp P47 Thunderbolt handelt. Und die restliche Nummer, die sagt uns ein Fahrgestell. Dieses L hinten sagt uns, dass es die linke, praktisch der linke Teil vom Fahrgestell gewesen ist. So können wir also praktisch aus diesen Nummern lesen, wie andere aus einem Buch. So, dann haben wir uns hier, ich habe mir aus dem Internet eine Zeichnung mal rausgezogen, damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie groß dieses Flugzeug ist. Sie sehen den Piloten, der da in dem Flugzeug drin sitzt. Und diese P47 Thunderbolt, die war natürlich ein mächtiges Flugzeug gewesen, ein einsitziges Flugzeug, geschuldet eigentlich von ihrem Motor, den sie hatte, 18-Zylinder-Doppelsternmotor, der eine sehr große Kühlung brauchte. Und diese Kühlung war mehr oder weniger durch das ganze Flugzeug verteilt. Sie sehen also wie die Kühlrohre. Gehen also praktisch bis dort hinten raus. Und deswegen war die Maschine auch so groß gewesen. So groß aber auch wegen ihrer Bewaffnung. Sie hatte 8 Maschinengewehre, auf jeder Seite Tragfläche 4 und mit dem Kaliber 50, 12,7 mm. Und das war eine ganz, ganz schreckliche Waffe. Mit der haben die Amerikaner aber nicht nur auf Züge oder auch auf LKWs und so weiter geschossen, sondern sie haben sich auch dann gegen Ende des Krieges auch auf einzelne Menschen eingeschossen. Die haben dann also auch auf Bauern geschossen, die Felder unterfügt haben oder auch auf Personen, Zivilisten, die auf dem Weg sonntags in die Kirche waren. Die mussten dann auch in die Gräben springen. Die haben sich dann mehr oder weniger, wie so ein Hasenjagen war das gewesen, haben die dann also draufgeschossen. Und das ist eigentlich eine Sache, die man im Nachhinein doch verurteilen müsste. Aber es ist passiert, es ist die schreckliche Realität, es ist die Grausamkeit des Krieges. Und ich denke, wir sollten jetzt 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hier keine Aufrechnung vornehmen. Wir sollten nach vorne schauen, wir sollten schauen, dass wir ja, alles dafür tun, dass eben keine Kriege auf dieser Welt mehr in dieser Form auch geschehen. Und wir können als Deutsche eigentlich doch ein bisschen stolz sein, weil wir sind 70 Jahre ohne Krieg auf eigenem Boden. Und das ist eigentlich für Deutschland eine ganz stolze Leistung. Na, wenn man sich überlegt, wie viele Kriege vorher geherrscht haben und zu welchen Zeiten. Am 18. Januar ist dann die Bergung, ja, hier steht in der Stockstadt, aber es war Pumpstadt, erfolgt. Sie sehen, ein Bagger ist angerückt. Die Teile, die Sie also hier auf diesen Bildern sehen, sind also auch größtenteils nachher in der Ausstellung zu besichtigen. Und hier kann also sowohl der Alexander als auch ich dann den Interessierten einiges dazu erzählen. Hier die Panzerplatte des Flugzeuges, die haben wir auch dabei. Hier ist der Frank am Graben, Frank Lohmann gefangen. Der Frank ist bestimmt. Ja, das ist er. Genau. Ich habe es nicht an deinem Geldbeutel erkannt. Achso. Achso.
Hier haben wir auch noch eine Sauerstoffflasche, dieses gelbe zylindrische Teil. Da haben wir drei Stück gefunden, die also auch alle drei in der Ausstellung sind. Hier werden diese einzelnen Teile untersucht. Sie sehen auch hier ein sehr großer Menschenauflauf. Es sind Reservisten der Bundeswehr mit tätig. Die Medien waren dabei, ein Filmteam. Der Michael war, glaube ich, nicht dabei, gell? Doch, da haben wir uns kennengelernt. Ah ja, sicher, genau. Das ist voll mein Schlaganfall, sorry, tut mir leid. Passiert. Okay, ich gebe dann irgendeinen Ausdruck. Ja. So, er war also auch dabei. Er hat da eine sehr schöne Dokumentation gedreht darüber, genauso wie auch der Kameramann von SWR. Und auch die Vertreter der Presse waren da gewesen. Frau Schumacher, Kerstin Schumacher von Darmstädter Echo, glaube ich, von der BPA. Und auch in der amerikanischen Stars and Stripes von der Militärzeitung. Und immer wieder sind Trümmer des Flugzeuges aufgetaucht, total zertrümmert. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt aber keine menschlichen Überreste gefunden. Wir hatten einen Fallschirmschloss hatten wir gefunden. Und da machten sich doch schon die ein oder anderen Gedanken, ist er damals aus dem Flugzeug rausgekommen, was ist mit dem Pilot passiert. Das war ja letztendlich auch unsere Intention der Bergung, herauszufinden, was geschah mit dem Pilot. Und was wirklich mit ihm geschah, das haben wir eigentlich erst einige Zeit später rausbekommen, das werde ich Ihnen auch gleich nicht vorenthalten. Wir gehen jetzt erstmal zum Ende der Bergung. Wir sehen hier einen Teil des Leitwerkes, wo wir also Farbe gefunden hatten. Und dann haben wir praktisch unser Aktenarchivmaterial gewälzt und konnten also feststellen, diese Farbe wurde nur von zwei Einheiten der Amerikaner geflogen während des Zweiten Weltkrieges. Und so konnten wir also die Einheit so ungefähr bestimmen. Wir hatten also zwei Einheiten. Und auch die einzelnen Teile, die wir gefunden haben, hier unten das große Teil, ein Teil des Turboladers. Hier die Munitionszuführung rechts Nummer 4, das ist also von der rechten Tragfläche, das vierte Maschinengewehr, das war die Zuführung der Munition, also alles genau beschriftet zum Identifizieren. Wir haben mehr als 400 Geschosse gefunden, die alle zusammen noch scharf waren. Wir haben dann den Mitarbeiter des Kampf- und Räumdienstes informiert, der hat dann, glaube ich, drei von diesen Kisten zum Auto gesteppt, der hat, glaube ich, einen Bandscheibenschaden bekommen. Der arme Kerl, aber wie gesagt, es ist natürlich auch, diese Munition ist sehr, sehr gefährlich, auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und von daher sollte die dann also auch schon von Fachleuten entsorgt werden, damit hier nichts passiert. Wir hatten hier natürlich auch Jugend mit dabei, die sich auch für die Geschichte interessieren. Man kann eigentlich gar nicht früh genug in der Jugend anfangen, sich in der örtlichen oder in der Heimatgeschichte auch zu interessieren. Von daher wäre also auch meine Intention, diese Ausstellung, vielleicht ein Anregen an den Bürgermeister, dass man vielleicht auch Schulen bittet, sich vielleicht diese Ausstellung mal anzuschauen und vielleicht dann auch die Jugend ein bisschen sensibilisieren für das Thema Krieg, eine sehr, sehr schreckliche Zeit, weil im Rahmen von meinen Schulunterrichten kriege ich immer dann so die Aussagen, ja, das Krieg ist ja nicht so schlimm, wir sind ja nicht davon betroffen. Und wir spielen ja immer Krieg im Internet, wir haben diese sogenannten Ballerspiele, da gibt es also zigtausend von Toten und wir drücken auf ein Knöpfchen, dann leben wir alle wieder. Nur wenn man den Kindern dann rüberbringt und sagt, in der Realität ist es nicht so. Ja? Wenn wir Opa oder die Oma fragt, wie sieht es aus mit deinem Opa, es hängt zwar das Bild von ihm in der Küche, ja, als Soldat, aber wenn ihr die Oma fragt und dann wird sie euch erzählen, bei ihm kannst du nicht mehr auf ein Knöpfchen drücken, dass er wiederkommt. Er ist also weg, er ist entweder gefallen oder er ist verschollen irgendwo in Europa auf einem Schlachtfeld und niemand weiß, wo er ist. Und die Oma wäre, glaube ich, die allererste, die gerne wissen würde, wo er geblieben ist, damit sie Gewissheit hat. Und ich denke, dieses sollte eigentlich an die Jugend weiter transportiert werden, damit ja, solche Sachen eigentlich nicht wieder passieren. Hier auch nochmal ein Erinnerungsbild mit diesem amerikanischen Stern. Hier auch noch, das sind so diese Bilder, die dann immer am Schluss entstehen. Der Georg Zimmermann auch mit seiner Mütze, mit der Jacke, da steht er. Gell? Ja. Schlasch? Ja, genau. Auch mit dabei. Das ist der Frank nochmal, die Überreste von dem Flugzeug. Und jetzt ging sie los. Nach der Bergung, die ist ja eigentlich dann an einem Tag über die Bühne gemacht. Aber wir wollten ja wissen, wer war der Pilot der Maschine, was gibt es für Möglichkeiten, gibt es Familie von ihm noch, kann man mit der Familie Kontakt aufnehmen, wer war der Pilot überhaupt, was ist damals passiert.
Und dann begann die Recherche im Internet, die eigentlich auch nicht sehr lange gedauert hat. Und wir hatten dann anhand dieser Farbresten des Flugzeuges letztendlich die Maschine zur 86. Fighter Group identifiziert. Und diese 86. Fighter Gruppe, die Jägergruppe der Amerikaner, das waren praktisch die Vorgänger des, der Einheit, die auch jahrzehntelang auf dem Flugplatz in Ramstein stationiert ist. Und dort ist also auch noch heute ein Teil der 86. Heute ist die Transporteinheit stationiert. Und man war natürlich, auch der dortige Archivar, sehr interessiert an der Geschichte dieses Flugzeuges und auch dem Schicksal des Piloten. Diese Einheit, sie hatte einen Spitznamen, sie nannte sich Lee's Lieutenants. General Lee war also ein amerikanischer General gewesen im Bürgerkrieg und sie haben sich praktisch danach nach ihm benannt. Ich habe dann im Internet recherchiert, die einzelnen Stationen dieser 86. Fighter-Gruppe, die Jägergruppe, habe dann festgestellt, am 20. Februar 1945 waren sie in Braunshardt stationiert, das ist also hier in der Nähe, das war damals ein kleiner Feldflugplatz, man hat einen Feldflug gebaut. Bei Weiderstadt, genau. Und war mehr oder weniger so ein Feldflugplatz, wo die Amerikaner dann noch stationiert waren. Am 17. April, also kann man sagen, ja, 3 Wochen ungefähr, sind ja die 3 Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges und ist dann auch bis zu diesem Absturz gekommen, beziehungsweise kommen wir gleich dazu, aber die von Braunshardt aus sind die Amerikaner in den Süden nach Deutschland geflogen und unter anderem auch dieses amerikanische Flugzeug, hier waren keine Kampfhandlungen mehr zu diesem Zeitpunkt. Und während eines Fluges in den süddeutschen Raum hatte also der Pilot dieser Maschine hier von Brumstadt einen Luftkampf und wurde also in diesem Luftkampf total zerschossen. Die Maschine war also nicht mehr steuerungsfähig und er wollte also noch nach Braunshardt zurück auf den Flugplatz. Er hat auch seinen Kameraden gesagt, macht alles frei, ich bin auf dem Weg nach Hause, ich komme. Aber es war ihm also nicht mehr möglich, bis nach Braunshardt zum Flugplatz zu kommen. Und er musste also dann seine Maschine, obwohl er im Cockpit drin saß, in die Maschine, in den Acker steuern bei Krummstadt. Und wir haben herausgefunden, er war also schwerst verletzt in dem Flugzeug drin gewesen. Und die Amerikaner haben ihn dann rausgeschnitten aus dem Flugzeug. Sein Leben stand also auf des Messers Schneide. Er war mehrere Monate lang auf dem Lazarett gewesen. Man hat ihn wieder hinbekommen. Und bei dieser Gelegenheit haben die Amerikaner natürlich auch einen Teil der Flugzeugtrümmer geborgen, die also noch da rumgelegen haben, haben auch die Waffen mitgenommen und deswegen hatten wir uns gewundert, warum wir also keine Waffen finden, sondern nur die Munition und auch entsprechende Teile. Und hier ist also so ein Flugzeug, so hat es ausgeschaut und wir hatten diese weiße Farbe, diese rot-weiße Farbe, wir hatten diese weiße Farbe gefunden. Von daher war es also ein Indiz dafür, hier auch nochmal eine Aufnahme, eine Animation aus dem Internet. Auch sehr schön zu sehen, die Farbgebung. Und ja, dann haben wir im Kriegstagebuch dieser Einheit, dieser 86. haben wir dann herausgefunden, dieses Ereignis, dieser Absturz war dort also auch dokumentiert. Auf Englisch am 26. April, also kann man sagen, knapp 40, noch keine 14 Tage mehr vor Ende des Krieges, kam es zu diesem Absturz. Und hier hatten wir auch zum ersten Mal einen Namen, einen Captain Jung. Von ihm war die Rede gewesen, dass er also mit seinem Flugzeug, der eine oder andere von Ihnen kann vielleicht auch Englisch, dass das Flugzeug also zusammengeschossen wurde und er hat also versucht zurückzukommen, was ich gerade erklärt habe. Und ja, er hat diesen Absturz überlebt. Ich habe dann über das Internet recherchiert und habe auch Kontakt zur Familie von dem Edmund Jung hergestellt. Und die Familie hat mir dann sofort auch Bilder zukommen lassen. Unter anderem Edmund Jung vor seinem Flugzeug, dieses Flugzeug, was hier bei Krummstadt in den Acker rein ist. Das ist das einzigste Foto, das existiert von dieser Maschine. Es ist also auch Bestandteil in der Ausstellung, wie alle anderen Fotos auch von der Familie. Und diese Bilder, die können Sie sich also nachher auch nochmal anschauen in der Ausstellung. Hier 2 Fotos, einmal als junger Lieutenant, als Pilot während des Zweiten Weltkrieges im Einsatz
Und das rechte Foto ist also wenige Jahre vor seinem Tod entstanden in Amerika. Und wenn Sie sich die Gesichter so anschauen, also er sieht sich ziemlich ähnlich. Und ihm sieht man also die Strapazen des Krieges eigentlich gar nicht an. Jetzt manch anderem Soldaten, der im Krieg gekämpft hat, gingen als junge Männer und kamen als gealterte Personen wieder aus dem Krieg zurück. Und nicht wenige sind dann auch an den Folgen dieser Kriegsverletzungen verstorben. Hier auch nochmal ein Bild von ihm in einer Schulungsmaschine, auch einer P-47, der gleiche Flugzeugtyp, der abgestürzt ist. Die Familie hat mir ein Foto geschickt mit seinen Auszeichnungen, die er bekommen hat während des Krieges. Das sind noch einige Angaben von Edmund Jung. Er war 90 Jahre alt, als er im Alter, ja, als er 2012 am 12. Januar verstorben ist. Er war 1921 geboren. Und, oh, da ist noch jemand, okay. Er war verheiratet 63 Jahre lang mit seiner Ehefrau. Er hat eine Schwester, 6 Kinder und 22 Enkel. Also eine sehr, sehr fruchtbare amerikanische Familie. Heute ist er beerdigt in Illinois auf dem All Saints Cemetery und hat dort seine Ruhestätte bekommen. Ich habe auch ein Foto vom Grab bekommen, das habe ich hier noch nicht dabei. Aber das ist die Geschichte von Edmund Jung gewesen, des Piloten, der hier in Kopenstadt abgestürzt ist. Wir haben auch hier zur Aufklärung beigetragen, auch zur Aufklärung an die Familie. Die Familie weiß jetzt endlich, was damals genau passiert ist. Und es ist auch geplant, dass die Familie hier rüberkommt, sich die Stelle anschaut und vielleicht sogar das eine oder andere Teil des Flugzeuges als Andenken mit nach Hause nimmt. So, ich bin jetzt bei meiner kleinen Zeitreise durch die Arbeit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sagte, wir sind vertreten im Internet für diejenigen, die uns eventuell mit Hinweisen und so weiter versorgen könnten auf Flugzeugabstürze oder auch sonstige Hinweise, stehen wir sehr gerne zur Verfügung, entweder persönlich oder auch hier. Und bevor ich jetzt Sie zur Ausstellung entlasse, beziehungsweise der Bürgermeister die Ausstellung eröffnet, noch eine ganz, ganz kurze Frage, die mit Gewissheit kommen wird von dem einen oder anderen von Ihnen. Wir sind eine ehrenamtlich tätige Arbeitsgruppe, das heißt, alle diese Projekte, die Sie hier gesehen haben und auch nicht gesehen haben, werden oder müssen von uns aus der eigenen Tasche finanziert werden. Das heißt, wir kriegen von keinerlei Behörden, Regierungen, Landesregierungen und so weiter, wir kriegen keinerlei Unterstützung. Das ist also alles ehrenamtliche Arbeit. Enthusiasmus ist dabei und von daher sind wir mehr oder weniger auch immer darauf angewiesen, dass wir Betteln gehen. Dieses Betteln, das sieht dann so aus, wenn wir Ausstellungen, Vorträge und so weiter machen. Dann bitte ich eben die Zuschauer, die Interessierten, Zuhörer, vielleicht der eine oder andere sagt, okay, das ist eine Sache, die könnte man unterstützen, genauso wie die Arbeit des Volksbundes zum Beispiel. Hier hätte ich vielleicht den ein oder anderen Euro oder Cent übrig, würde das machen. Diese Zuwendungen, die gehen eins zu eins sofort wieder in neue Projekte. Sie sehen ja, was wir alles vorhaben. Bei Ihnen meinen Spruch des Bettelns auch anregen, wenn Sie der Meinung sind, es ist für eine gute Sache, dann überlasse ich es Ihnen, ob oder ob nicht. Ich zwinge da irgendwie niemanden dazu, möchte ich auch gar nicht. Es ist eine freie Entscheidung und jetzt bin ich also wirklich am Ende und ich würde sagen, wir begeben uns dann zur Ausstellungseröffnung. Dokumentation, eine sehr eindrucksvolle, ungewöhnliche Arbeit, die Hochachtung verdient, das darf ich sagen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass für Sie und auch das Team, das Sie begleiten, hier gewinnen konnten für diese Ausstellung. Aber jetzt möchte ich den Bürgermeister der Schöffenstadt Gernsheim, Herrn Peter Burger, bitten, diese Ausstellung zu eröffnen. Herr Burger. Ich danke Ihnen, der Arbeitsgruppe der Vermisstenforschung, dass Sie da sind, dass Sie Ihre Arbeit leisten, dass Sie diese Ausstellung ermöglicht haben. Danke natürlich auch unserem Kunst- und Kulturhistorischen Verein in Gernsheim, der dieses Haus immer wieder mit Leben und mit interessanten Ausstellungen bereichert und anreichert. Übrigens auch dafür, dass man das ganze Jahr über da ist und unser schönes Museum so gut unterhält und wünsche dieser Ausstellung viele, viele interessierte Besucher. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie da sind.
gestern. Ich weiß es auch nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Das Thank you.
Nee, ich meine, ist das den Fenster von der... Ach so, das ist ganz schön. Das heißt, du hast die Frage, die du hast.